Hey, hallo ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und es ist mal wieder Unboxing Time. Gut, der Karton verrät ja schon, was drin ist, aber nachdem ich bei anderen schon gesehen habe, dass sie ihn bekommen haben, ist es jetzt auch endlich für mich soweit. Auch ich habe ihn endlich bekommen. Ja, und den packen wir jetzt schön zusammen aus und ich bin schon wahnsinnig gespannt, den in Natura zu sehen. Also, los geht's. Der Karton von oben und ach mein Gott, da kommt schon eine wahnsinnig schöne Verpackung zum Vorschein. Das machen wir doch einfach mal so. Eieieiei. Und da ist auch schon das gute Stück in einer wunderschönen Verpackung, wie schon beim Brachiosaurus und auch wieder einer aus der Colossal-Version, ja, beziehungsweise Legacy Collection, aber ein Riesenteil. Wahnsinn! Erstmal den Karton geöffnet hier und dann wollen wir noch mal schauen. Ein gutes Stück hier zum Vorschein kommt. Mysteriös. Geht alles ziemlich schwierig. Aha. So. Und da kommt er zum Vorschein. Uiuiui. Meine Güte. Was ein Brocken. Ein Riesenteil, wieder in Einzelteilen, genau wie die anderen schon. Man muss das gute Stück erstmal zusammenbauen. Weiter geht's. Wirklich ein Riesenteil. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Da haben wir dann also einmal. Oh, ist der schön. Kopf und Hals. Oh, nee, ist der fantastisch gemacht. Mein Gott. So viel Liebe zum Detail. Also die Leute von Mattel. Mein Gott, das ist ja sensationell. Oh, so ein liebes Gesicht. Mein Gott, also die Qualität ist wirklich verblüffend, was die Details angeht. Sagenhaft, einfach nur sagenhaft. So, dann haben wir den Körper. Aha, ein Fuß, interessant. Interessant, fällt einfach mal der Fuß ab. So, da haben wir die Einzelteile. Für das Modell, dass der Fuß da nicht so ganz hält, ist jetzt etwas ungünstig, ist denke ich mal auch nicht so gedacht, werde ich ankleben. So, und dann haben wir noch das letzte Teil, den Schwanz. Meine Güte, was für ein Brocken. Der wird sich schön neben den anderen machen. Wahnsinn. Unglaublich. Wie gewaltig dieses Teil überhaupt ist. Meine Güte. Passt gar nicht ganz ins Bild. Und das gute Stück bauen wir jetzt einmal zusammen. Ja, den Fuß werde ich ankleben. Das ist sehr schade. Schwer. Mal schauen. Das geht verdammt schwer. So.
Und schon haben wir das gute Stück zusammengebaut und er ist so gewaltig, dass er gar nicht ganz ins Bild passt. Unglaublich! Wahnsinn, was für ein herrlich großer Brocken. Und jetzt klebe ich ihm erstmal den Fuß an. Ja, Freunde, da ist das gute Stück in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Nun will ich sehen, dass ich ihn schnellstmöglich auch reviewed bekomme. Und im Review, dann werde ich ihn auch nochmal im Vergleich mit den anderen vier Riesen zeigen. Besonders mit dem Brachiosaurus und so weiter. Wunderbar, was für eine Freude. Mattel schenkt uns solch schöne Sauropoden aus den Jurassic Park bzw. Jurassic World Filmen, ja, die ja ewig haben auf sich warten lassen. Und dann kommen gleich solche Highlights auf den Markt. Tja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Den Link zu diesem fantastischen Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schaut also unbedingt nochmal rein. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!